Am 11.02.2016 fand der zweite Jahresempfang für die Lehrbeauftragten der Hochschule Niederrhein am Campus Mönchengladbach statt. Unter dem Motto die Servicestelle Lehrbeauftragtenpool zwischen gestern, heute und morgen wurde auf das Erreichte zurück und vorsichtig nach vorne geblickt. Vor den etwa 90 Gästen sprachen Herr Professor von Grünberg und Herr Dr. Tobias Behrens ein Grußwort an die Anwesenden. Die Servicestelle Lehrbeauftragtenpool hat sich ganz stark weiterentwickelt. Es ist für mich auch ein toller Tag, weil ich einfach daran erinnere, wie wir das auf den Weg gebracht haben, so die allerersten Stunden, wie so die allererste Projektidee damals entstanden ist, wie wir dann da uns über die Unterlagen gebeugt haben und uns überlegt haben, wie könnte man das aufsetzen. Und dann ist das genehmigt worden, dann ist das eingetütet worden und im Grunde erst, als wir den ersten Jahresempfang von 2 Jahren und ein solcher Response da war und so viele Leute da wirklich zu uns gekommen sind, ist mir einfach klar geworden, dass das alle Jahre gefehlt hat. Ich selber träume ja davon, dass wir sozusagen die zentrale Vermittlungsstelle für Lehrbeauftragungen für alle Hochschulen in ganz Nordrhein-Westfalen werden. Ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, weil die anderen Hochschulen das bisher gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt haben. Die Servicestelle Lehrbeauftragtenpool und ihre Webseite entwickeln sich weiter. Und es geht voran. Eine der wichtigsten Veränderungen, die sich jetzt kürzlich erst ergeben hat, ist beispielsweise die Einführung eines Veranstaltungsmanagements, mithilfe dessen Sie sich leichter über die Webseite für Weiterbildungsveranstaltungen der Servicestelle eintragen und bewerben können. Während des anschließenden Get-Togethers konnten wir einige der Gäste für ein Interview gewinnen, ein Feedback zur Servicestelle und eine Prognose für die Zukunft einholen. Ich bin unglaublich beeindruckt von der Zahl derer, die sich da in das Datenpool eingeschrieben haben, 2200 ungefähr. Das ist eine enorme Leistung. Man hat ja gerade Anfang 2016 diesen irrsinnigen Anstieg gesehen. Es ist einfach so, dass sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet worden ist, also dass wirklich viele Fachbereiche und Dekane, und die sind ganz schwer zu bekommen, dass man die hat gewinnen können für diese Aufgabe, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist eine extrem gute Aufgabe, auch eben als ich das wieder habe Revue passieren lassen, den Vortrag von Herrn Behrens, ist mir gesehen, das ist einfach eine extrem gute Aufgabe. Wir müssen jetzt einfach in den nächsten Jahren mit großer Lust auf Beständigkeit und Nachhaltigkeit diese Idee vorantreiben und weiterentwickeln. Aber dass man sozusagen zentral für Nordrhein-Westfalen Interessenten für Lehraufträge sammelt und dann vermittelt, ist naheliegend gut. Und das haben wir jetzt also deutlich gemacht, und er hat ja gesagt in seinem Vortrag, 6 Ziele hatte er, 5 hat er erreicht, und das ist schon eine tolle Bilanz. Ja, gestern war die Suche nach einem Lehrbeauftragten Zufallsprodukt. Man kannte jemand oder man wurde angesprochen. Ich sag mal, wenn man 25-jähriges Abitur hatte, dann fragte schon mal ein Mitspieler von damals, du bist da an der Hochschule, ich hätte gerne einen Lehrauftrag oder Interesse an einem Lehrauftrag. Heutzutage ist es wirklich strukturiert. Ich kann meine Anforderungen eingeben an eine zentrale Stelle, und bisher war es immer sehr, sehr erfolgreich, und ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben. Beispiel Anfang des Wintersemesters, mir bricht nach 2 Wochen ein Lehrbeauftragter weg wegen Krankheit, und in der 3. Woche hatte ich jemand Neues. Und ich hatte 2 Kandidaten und die habe ich beide genommen, weil ich so überzeugt war von der Qualität. Dann sind sie beide jetzt im kompletten Wintersemester als Lehrbeauftragter eingesprungen. Früher wäre es unmöglich gewesen. Ja, also einmal erlebe ich ja die Hochschullandschaft als sehr geschlossene Veranstaltung. Und für mich ist der absolute Vorteil dieses Pools, dass sich 4 Institutionen zusammengeschlossen haben und dass man also übergreifend bereit ist zu operieren. Ich stelle einfach fest, dass die Lehrbeauftragten immer noch zum Teil ein Fremdkörper sind an den Hochschulen. Ich würde mir mehr Austausch wünschen. Also man sagt immer so schön, wir sind eine Bereicherung. Die Bereicherung ist aber nur dann da, wenn wir tatsächlich in den Austausch kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich gehe in die Hochschule, ich treffe im Bereich der Organisation eine Reihe von Menschen. Meine Kollegen als Professoren treffe ich gar nicht unter Umständen, sodass es auch nicht zu diesem Austausch kommt. Also das heißt, das ist für mich der eine Punkt, dass ich sage, also ich würde mir mehr Austausch wünschen. Das andere ist, ich würde mir mehr Informationen wünschen. Verstetigt, noch mehr wachsen und im Grunde genommen diese Projektidee umsetzen und dauerhaft allen Hochschulen zur Verfügung stellen. Also die Idee ist so gut, dass wir trotz der fehlenden Förderung Wege finden werden, um eine Verstetigung umzusetzen. Ob sie in dem Umfang weitergeht wie bisher, das müssen wir schauen. Aber alle Hochschulen sind eigentlich guten Willens, das zu machen, weil alle festgestellt haben, dass es hilft und dass es sich lohnt, darin zu investieren.